Ja, hallo, mein Name ist Hille und ich komme aus dem schönen Sauerland. Ich möchte heute ein typisch sauerländisches Gericht mit euch kochen und das heißt Sauerländer Potthucke. Es besteht zu den Hauptbestandteilen aus Kartoffeln, immer aus einem Viertel gekochte Kartoffeln und einem Viertel roher Kartoffeln. Die Kartoffeln müssen wir fein reiben, dazu eine Reibe- oder Küchenmaschine nehmen und fein reiben. Ganz wichtig ist, die geriebenen Kartoffeln kommen auf ein Sieb. Wir müssen das Kartoffelwasser auffangen. Ich habe hier schon mal einen Teil der Kartoffeln gerieben, 1 Kilo. Und jetzt kommen 250 Gramm gekochte Kartoffeln dazu. Man kann die vom Vortag nehmen, die übergeblieben sind. Und die drücke ich durch eine Kartoffelpresse. So, bevor wir die gekochten und die geriebenen Kartoffeln mischen, dünsten wir erst in der Pfanne. In Butterschmalz, Zwiebeln und Schinken. Während das in der Pfanne andünstet, können wir schon 4 Eier, 250 Gramm Sahne und die Hälfte aus dem Rezept, ungefähr 125 Gramm saure Sahne, verrühren. So, in unserer Pfanne rutschelt es. Hoffen, dass es nicht anbrennt. Es braucht nur eben andünsten. Dadurch wird der Geschmack verstärkt. Nun müssen wir uns den Kartoffeln nochmal zuwenden. Also ganz wichtig ist, damit die Potthucke auch fest wird in der Kastenform, in die wir sie gleich füllen, dass das gesamte Wasser rausgedrückt wird. Dafür sorgfältig arbeiten, damit nicht zu viel Flüssigkeit ist. Aber dennoch gleich, wenn wir das Wasser abschütten, müssen wir die Stärke, die wir ja als Gerüst in unserer Potthucke praktisch brauchen, auffangen und wieder dem Teig zufügen. Das Wasser schütten wir ab. So, jetzt gebe ich alle Zutaten, die geriebenen, fein geriebenen Kartoffeln, die Eier, saure Sahne, Sahnemasse. Die gedünsteten Speckwürfel mit den Zwiebeln. Die bereits etwas abgekühlt sind. In eine Schüssel. Dann würze ich das kräftig mit Pfeffer. Etwas Salz. Muss man achten, ne? Der gewürfelte Speck hat ja auch schon Salz, aber knappe 2 Teelöffel, da es so eine große Kartoffelmasse ist. Und dann dazu noch etwas Muskatnuss. So, jetzt gucke ich nach, ob sich die Stärke in meinem Topf schon etwas abgesetzt hat. Das Wasser schütten wir ab und die Stärke kommt wieder mit in meinen Kartoffelteig rein. Das ist ganz wichtig, damit sich das Gerüst aufbauen kann und die Stärke eben dazu beiträgt, dass die Potthucke fest wird. Wenn alles gut vermengt ist, geben wir es in eine Kastenform. Ich bereite mir ein Stück Backpapier vor und lege das in die Kastenform und gebe dann da den Teig hinein. So, der Backofen sollte auf 220 Grad vorgeheizt sein. Da gebe ich jetzt das Kartoffelgericht hinein, ca. 50 Minuten und dann können wir nachschauen, ob es genug durchgegart ist. Unsere Sauerländer Potthucke war nun 50 Minuten bei 220 Grad im Backofen und jetzt will ich mal nachschauen, ob sie gar ist. Sieht gut aus. Man kann so etwas mit Klopfen merken, ob das schon trocken ist. Dadurch, dass ich jetzt die Backform mit Backpapier ausgelegt habe, ist es einfach, die Potthucke zu stürzen, weil nichts klebt.
wovon sie ja ihren Namen hat, dass sie gerne im Pott huckt. Jetzt wird die Potthucke in Scheiben geschnitten, dazu ein leckerer frischer Salat oder Sauerländer Knochenschinken und etwas Sauerrahm dazu. Eine leckere Speise zum Abendessen oder auch im Sommer eine leichte Mittagskost. Guten Appetit!